So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und diesmal gibt es auch die Enttäuschung der Woche, ne, oder die Frustration des Jahrhunderts, je nachdem. Heute ist auch die letzte Raid-Stunde mit Regigigas, bevor das dann morgen um 10 Uhr verschwindet. Und Pitiza in die 5er-Raids kommt, wer das immer noch nicht mitbekommen hat. Aber nur morgen am Donnerstag. Aber vergesst morgen, denkt an heute, heute Raid-Stunde. Wenn ihr wieder unterwegs seid mit euren Freunden in eurer Community, wenn ihr Raids macht und seid mit mir befreundet, dann ladet mich ein, gönnt euch Raidmania-Punkte. Eure Lobby schafft es dann vielleicht in den Stream, ladet nicht ein, wenn ihr ganz alleine seid, zu Hause sitzt und euch langweilig ist, weil das führt zu nichts. Außer, dass ich irgendwann so genervt bin, dass ich diese Leute einfach dann aus meiner Liste rausnehme, die ständig das Gleiche machen und nie zuhören. Nutzt die Raid-Gruppe. Für die Leute, die Mitspieler brauchen und suchen, nutzt die Raid-Gruppe. Wir bieten doch Alternativen an. Jetzt aber die Highlights der Woche und am Ende natürlich auch der Schocker der Woche. Es geht los. Angefangen hat die Woche beim Polo hier mit einem Shiny Alola Vulpix. Wahrscheinlich gebrütet, denn die gibt es ja in dem Sinne gerade nicht wild. Dann hier der Timon hat sein erstes Shiny Regigigas gefangen. 3 Bonbons dafür bekommen. K-Joker mit einem Shiny Ladybar. Bierbenny hat sich ein 100er Regigigas gegönnt. 2483, die Zahl, die mich verfolgt hat. Viermal hat es zugeschlagen, viermal habe ich diese Zahl gesehen, 400%ige Regigigas bekommen. Glückwunsch auch an den Benny. Nebels hier auch mit seinem ersten Shiny Bidiza. Das Bidiza-Event ist ja immer noch im vollen Gange. Es gibt immer noch vierfache Erfahrungspunkte mit Ei achtfach. Und morgen von 10 bis 20 Uhr dann auch nochmal. Also Cash nochmal richtig rein, hebt euch Glückseier auf, nicht auf, verwendet die und werdet Level 40, endlich. Und 50 noch dazu. Pupsi auch mit einem Shiny Bidiza hier. Pfeffi, sehr schön, endlich. Shiny Skobbel. K-Joker, Schichtanfang, gleich mal das Neue gegönnt. Auch Bidiza am Start hier. Bidiza auch als Krypto beim Skandalpara. Nicht schlecht. 15, 14, 14 ist also ein 96er. Habt ihr schon ein Krypto Bidiza? Habt ihr ein gutes Krypto Bidiza? Braucht man einen Krypto-Bidiza? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch der Kenny hat sich hier ein 100er Regigigas gegönnt, sogar mit Wetterboost. 3104. Mal gucken, ob heute Abend in der Raid-Stunde noch ein 100er dazukommt bei mir oder noch ein Shiny. Das ist ja noch alles offen. Ich brauche im Prinzip noch 3 XL-Bonbons. Dann könnte ich mein 100er auf Level 50 maxen. Aber Wer weiß, was heute wieder abgeht. Dann kommt plötzlich das 100er Shiny oder irgendwas. Geitsch ist hier am Start, auch mit einem Shiny Bidiza. Dann habt ihr hier Jennifer, heutige Ausbeute. Ein Shiny, ein 96er. Hier seht ihr das Shiny von der Jennifer. Das Shiny Bidiza hinterher. Ein 100% Zickzacks. Gala. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. So ein 100er ist selten. Ne? Könnt ihr ja nicht wild fangen. Konntet ihr jetzt nur auch aus Raids bekommen. Ansonsten müsst ihr das brüten. Pfeffi, sehr schön, zweites Bidiza, K-Joker hier, 100er Perlu, Heiko, bei dem hüpft das Bidiza voller Freude in den Ball rein, automatisch, auch Shiny mitgenommen, Jay hier mit Shiny Ladybar, Shiny Kryptos am Murzel, endlich den Gott der Pokémon in Shiny, auch Shiny Bidiza, ihr werdet so viele Bidiza heute sehen, Jay noch Shiny Sneebel, okay, aus Friolzheim, wer das kennt, schreibt sie in die Kommentare, dann Shiny Griffel, Kuselinchen am Start mit einem wilden Staraptor gefangen in 100%. Den habe ich gar nicht bemerkt, erst später gefunden und in der Wildnis gefangen. Genauso wie der hier, wildes Turtok. Warum nicht? Freut man sich immer über solche Brocken. Endlich ein Shiny, immer noch Kuselinchen. Auch Shiny Regigigas mitgenommen. Der zweite innerhalb kurzer Zeit noch Shiny Nebulak. Den gab es auch noch Shiny Sichlor. Und auch ein kleiner Nachzügler hinterher, Shiny Griffel. Gestern war auch die Spotlight-Stunde mit Shiny Griffel. Wenn ihr eins bekommen habt, schreibt es mal rein. Bei mir war nichts dabei, ich habe auch nicht so viele gefangen. Selal, komm zurück hier. Taubos, wild. Auch sehr cool. Shiny Skobbel, wild. 100% Taubsi, wild. Selal, wild. Ne, Ladybar. Ninja, Ladybar. Mit, im Corona-Look mit Mundschutz.
und generell Schutz im Sadomaso-Look eigentlich, Lack und Leder, Ladybar, schwarz verkohlt, es ist Sommer, dann Datiri hier, 100%iges dabei, dann hat er hier ein 100% Glückskaumalat getauscht, durch einen Tausch bekommen, das ist auf jeden Fall auch sehr cool, auch weil es günstig zum Hochziehen ist, mit so einem niedrigen Level ist es nämlich wichtig, dass das Lucky ist, weil ihr sonst so viel Staub ausgebt dafür. Shiny Zubat noch mitgenommen, Celal, Shiny Traunfugil mitgenommen, hier noch ein Regigigas mit Wetterboost, Shiny, war auch noch ein zweites da, ich habe jetzt nur eins mit reingenommen, Shiny Raupi, der Jackpot, Shiny Bidiza, Anubis Place, auch Shiny Bidiza hier dabei und dann hat er auch fette Fänge gemacht, ihr seht hier ein Bisa-Floor und Sumpex und immer direkt beim Erscheinen abgescreen, dass der ganze Bildschirm richtig weiß und milchig ist. Lost Lüft, endlich der zweite Hase nach knapp 2500 Checks. Skobble Shiny am Start, Lost Lüft auch. Juhu, ein 100er Bidiza. Vielleicht ja mal für einen Bidiza Cup. Aber löst man das dann zum 100er oder nimmt man das eigentlich so, weil das ja dann eben mehr Schaden macht? Ich hätte es wahrscheinlich so gelassen. Auf dem kleinen ein Shiny Isso, das fehlt mir noch auf dem Main. Also tauschbar, gute Sache. So vielleicht einfacher als vom allen einzelnen Screenshot zu schicken. Jetzt seht ihr nochmal hier die Übersicht. Das eine Bidiza wohl durch das Go Plus. Ihr habt ja auch ein 100er Regigigas, Hoppelhase, Bronzong, aber er hat seinen Bidiza erlöst zu einem 100er. Ich hätte es wahrscheinlich in dem Moment als Krypto gelassen, um es eben im GBL Bidiza Cup zu testen, ob das richtig reinschlotzt. Ob das richtig reinhaut. Sarina hier, plus 5 Bidiza und many more, würde sagen, das läuft, das Event. Hat sich wohl von Biala hier so ein Ponita getauscht. Shiny Nasknet bekommen, Shiny Nato bekommen, Shiny Griffel bekommen. Dann haben wir hier Aluhut, der schreibt immer ganze Geschichten. Angefangen hat die Woche mit dem hier. Sehr nützlich, aber ein 100%. Ist mir tausendmal lieber als ein Shiny, was ich schon 20 Mal habe. Geh Bayer. Relaxo Shiny. Weiter ging es dann am Donnerstag mit dem hier. Das ist dann das zweite Relaxo Shiny. Dann hat er hier noch ein Shiny Zickzacks. Da steht der Text aber nicht dabei. Dann so weiter geht's. Noch ein Shiny, was ich noch nicht in meinem Besitz hatte. Was noch nicht in meinem Besitz war, heute den Weg zu mir gefunden, ne? Ein Shiny Hodensack, ne? Endlich hat Aluhut auch einen Hodensack bekommen. Aluhut dann hier, was macht man die Nacht um 3 Uhr, wenn man nicht schlafen kann? Richtig, man raidet sich in den Schlaf, wie jeder normale Mensch das auch machen würde. Auch noch Shiny Regigigas, auch wieder mit Wetterboost. Und beim Aufräumen habe ich noch den gefunden, Skobble 100%. Burkhardt hat sein Level 50 erreicht. Glückwunsch und Grüße gehen raus. Wenn ihr Level 50 Aufstiege habt, könnt ihr mir die gerne schicken von euch. Die 50er können wir ja mal reinpacken, ja. 40 ist mittlerweile zu low, aber 50 können wir ruhig mal mit rein. Hallo Burkhardt. Burkhardt auch hier Gewaltro gefangen. Bild Burkhardt hier. Wenn er geboostetes 100er Regigigas bekommt, sieht man da auch. Burkhardt mit Shiny Waumbel, 100% Bidiza, 100er Skobble, noch ein Shiny Waumbel, ein Shiny Bidiza, 63 und noch eins, das zweite direkt hintereinander. Nächtliche Spaziergänge lohnen sich, was natürlich viel bessere WP auch hat. Lennart Sawatzki mit einem 100% Tarnel gebrütet, glaube ich, und dann entwickelt. Und jetzt sieht das so aus in Beckum. Metang. Nico, lach. Da gibt es gleich nichts mehr zu lachen, denn der hat ja ein Shiny Eneko, Shiny Skobble, Shiny Regigigas. Ein wildes Glurak. Ein wildes Stolos. Und ein wildes Evoli. Das hat er gar nicht dazu geschrieben. 100% Bidiza, 100er Fünks, Shiny Bidiza, Shiny Skobble. Dann sind wir fertig, hat sich ausgelacht. Dann Sören, 100% Regigigas, auch mit Wetterboost. Ihr seht, so viele Leute haben trotzdem wieder ein 100er mitgenommen. Gebrütet 5 Kilometer, Sir Ups, 100% Evoli, plus Shiny Ladybar, plus Shiny Magnetilo, Chevy hier, 100er Girafarik. Jeder fragt mich. Chevy mit einem 100er Pandir, das ist auf jeden Fall sehr cool, das habe ich auch nicht. Hab schon seit 10 Jahren noch keine Pandir-Quests mehr gemacht. Das wäre eigentlich mal sinnvoll, auch wenn es die Shinies darin dann immer jedes Mal wieder gibt. Juli, was ist eigentlich im Juli? Gibt es vielleicht ein neues Shiny Pandir? Glaube ich nicht, die werden auch wieder ein altes bringen. Chevy nochmal hier Shiny Dodo. Leon Petzold, das 123-Kid, ihr wisst Bescheid. Hat endlich, das habe ich deswegen mit reingenommen, weil er unbedingt
ein Shiny Togepi wollte. Ich wollte ihm den Wunsch erfüllen. Er hat gesagt, wir warten am besten, bis wir mal Best Friends sind. Und dann warten wir, bis wir Glücksfriends sind. Hätte sein können, dass das nie passiert. Es ist passiert, wir sind Glücksfreunde geworden. Wir haben einen garantierten Lucky Trade gemacht. Ich habe ihm endlich sein Shiny Togepi gegeben. Ihr seid Zeuge. Und jetzt, tschüss. Da kann er jetzt weiterhin natürlich in den Stream kommen und sich freuen. Splash 13 hier auch, 100er Aquana, Shiny Yorklev, Shiny Golbat, Shiny Potrot, auch sehr süß. Lukas, GoFest kann kommen, hat ja auch eine Handvoll Shinies dabei. Knofense haben wir heute noch gar nicht gesehen. Dann Marco, FedEx, 100. Was ist das für eine Maschine? 8303 legendäre Raids. Ich glaube, so viel habe ich nicht. 3000 Pikachu auf der Medaille. So viel habe ich nicht. Elke, 100%. Leufeo hat damit 3 Stück und die Familie voll sozusagen. 100er Skorkler, Shiny Skoppel, Shiny Bedizza, Shiny Hodensack, Shiny Griffel. Dann Lennart, Shiny Griffel. Ich glaube, die haben gestern alle Glück gehabt, oder? Gregor, Shiny Galaponita, sieht immer noch richtig toll aus, Shiny Bidiza auch hier, 1 und Nummer 2, ein fliegendes Turtor, guckt mal, wie sich zusammenkrümelt, aber trotzdem fliegen kann, mit richtig guten Werten, na, das ist doch bestimmt für die Hyperliga ist es zu hoch, nein, keine Ahnung, das würde ich direkt verschicken eigentlich. Hannes mit einem Shiny Fucado, Shiny Natu, 100% Metang auf dem höchsten Level der Welt. Oh mein Gott, es tut so weh in den Rippen. Immer noch vom Hannes, ich sag's euch, ihr wisst gar nicht, was da los war. Shiny Bidiza, Shiny Ponita, Shiny Eneko, aber beim Benjamin Engel sind wir jetzt angelangt. Thomas Speck löst den Benjamin Engel aber schon wieder ab. 96er Krypto-Ho-Oh. Erlöst man das nun oder nicht? Kann man das jetzt nun so nutzen? Oder ist das so ein nutzloses Pokémon, dass man sich ruhig einen 100er machen kann für die Sammlung? Ich bin mir unsicher. Was würdet ihr tun? Was macht Thomas Speck von Wühl am Kaiserstuhl? Dann hatte ich auch noch einen Bidiza und Karin Suhl. Hat hier ein Glücks 100er Panflam bekommen. Glückwunsch auch an der Stelle. Durchs Tauschen natürlich. Nicht als Boost, sondern durchs Tauschen bekommen. Das ist wenigstens günstig, vor allem WP13, das müsste auch ein Level 1er sein. Das waren sogar jetzt schon die Highlights der Woche, das heißt, wir haben jetzt einfach noch den Schocker der Woche und joa. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vor, nein, noch nicht, wir haben noch nicht den Schocker der Woche, aber die Enttäuschung des Jahres kommt diesmal von Maiserop, ne? Wie man es auch sonst sprechen will, Müff A-Robe, Maiserob, genau. Der schickt mir nicht im Ernst den Link von meinem eigenen Gewinnspiel-Video und fragt, wie kann man mitmachen? Lasst das kurz mal auf euch wirken, ne? Solange zeige ich euch den Schocker der Woche, der kommt nämlich vom Pet Shop Boy und der hat hier, yeah! 100% Krypto-Macholo bekommen, das ist auf jeden Fall ein dicker Schinken, fand ich am coolsten diese Woche. Macholo, Machomai, so geniales Pokémon, unbedingt jetzt auf Level 50 ziehen, ein 100er und dann auch noch ein Krypto-100er, das ist auf jeden Fall ein richtig starkes, fettes Highlight. Glückwunsch an der Stelle, Pet Shop Boy. Und jetzt nochmal zurück, Maiserob. Ich bin so enttäuscht. Wenn ihr auch enttäuscht seid, schreibt es mal in die Kommentare. Ich will hier keinen vorführen, aber bitte, Leute, wenn ich schon ein Gewinnspiel mache und mich hinsetze und euch den Account alles zeige und sage, was ihr dafür tun müsst, um den zu gewinnen, dann guckt euch doch das Video einfach an und lest nicht nur, Accountverlosung, okay? Ich frage lieber mal, was muss man dafür machen? Guckt euch doch einfach das Video an. Es wird alles gesagt. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann ist es euch wohl nicht wichtig genug. Dann lasst es halt. Dann macht halt nicht mit. Es wird keiner gezwungen, da mitzumachen. Aber die Leute, die sich das Video wirklich angucken, weil sie sich die Zeit nehmen, weil es denen das wert ist, da freue ich mich, wenn jemand von denen dann belohnt wird und den Account bekommt, als dass jemand den Account dann immer bekommt, der nicht mal das Video gesehen hat. Und einfach nur blind irgendeinen anderen kopiert, Kommentar und gar nicht weiß, um was es geht. Ich finde das so schrecklich.
Aber egal, Maiserob, weg, Pet Shop Boy, da. Heftige Sache, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt an die Rage-Stunde heute Abend mit Rigi Gigas. Dann kann ich nämlich am Montag Max Out Monday machen und meine ganzen Rigi Gigas pushen. Das wird auf jeden Fall fett.